Fan gehabt. Tausend wird jetzt den Fan. Von Netzwerk für Frauenrechte. Sie wird auch Rede haben. Auf Deutschland haben wir einige Rednerinnen. Ja, wir fangen an. Ich bedanke mich, dass Sie hier sind und ich bedanke mich herzlich, Ralf Giordano. Ich bin Mina Amhadi und ich komme aus dem Iran und ich habe verschiedene Organisationen gehabt gegen Todesstrafe und Besteinigung und letzte Zeit Zentralrat der Ex-Muslime. Und Ralf Giordano war eine sehr, sehr wichtige Person in Deutschland, unserer Arbeit sehr viel geholfen hat und auch eine Bewegung wirklich gegen politischen Islam und Einmischung von Religion in unser Leben. Deswegen, das ist sehr wichtig. Ich bedanke mich. Ralf Giordano ist hier und wir fangen an. Er wird hier eine Rede halten. Danke noch einmal. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ich habe in der Hoffnung auf eine günstige Wettersituation eine Rede vorbereitet. Wir wollen mal sehen, ob ich sie oder nicht hier verlesen kann. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, wir werden Sie Zeugen einer Revolution, die zwei historische Kennzeichen trägt. Dass sie in der repressivsten Theokratie des real existierenden Islam ausgebrochen ist und dass in ihrem Verlauf durch die Entwicklung moderner Elektronik und ihrer medialen Dimension etwas so stark wie nie zuvor hergestellt wurde, was Gewaltherrscher seit jeher mehr fürchten als alles andere, Öffentlichkeit. Am 3. Juli des Jahres 2009 proklamieren wir hier auf der Domplatte am Römerbogen zu Köln. Wir sind ein Teil dieser Öffentlichkeit und wir bleiben es, beseelt von einem Geist, der nicht aufgeben wird, bis ein freies und demokratisches Iran gesiegt hat. Die Zeichen stehen auf Sturm. Und das Übel muss beim Namen genannt werden. Es wird hohe Zeit, dass sich die gesittete Menschheit zusammenschließt und die Ahmadinejads, die Khamenei's und die Basiji-Schlägertruppen dahin befördert, wohin sie gehören, auf den Kehrichthaufen der Geschichte. Die Mehrheit der iranischen Nation will nicht nur einen anderen Präsidenten als das internationale Schreckgespenst mit dem unaussprechlichen Namen Ahmadinejad. Sie will ein anderes System. Ihre Jugend träumt nicht nur von einem Leben ohne Diktatur, sie geht dafür auch auf die Straße und hat ihr Leben riskiert. Dieser offen zutage getretene kollektive Umsturzwillen kann auch durch von der Herrschaft inszenierte Massenaufmärsche nicht verdeckt werden, ebenso wenig wie die chauvinistischen Reden und bestellten Klaköre. Die Ära Ahmadinejad hat den Iran und seine Gesellschaft an den Rand des politischen, wirtschaftlichen und seelischen Abgrunds geführt. Trotzdem dürfen wir die Augen nicht davor verschließen, dass beträchtliche Teile des Volkes immer noch den Machthabern ergeben und ihren Einflüssen erlegen sind. Mit Fug und Recht aber kann heute gesagt werden, die Mehrheit ist es nicht mehr. Die Mehrheit ist zerfallen mit der Herrschaft im Iran. Und das wurde offenbart erst kürzlich durch eine Sternstunde im deutschen Fernsehen, von der ich Ihnen berichten möchte. Es war am Vortage der Präsidentschaftswahl, an der Peripherie einer von der Regierung organisierten Massenkundgebung. Dabei wurde rasch klar, der deutsche Kameramann hatte Schwierigkeiten zu filmen. Er kommt in Bedrängnis, stellt sein Gerät etwas abseits und lässt es laufen. Bild und Ton.
Und das neben zwei älteren Frauen, die nichts davon bemerken und sich weiter unterhalten, während Ahmadinejad spricht. Es sind Großmütter, die sich herausstellen sollte, in einer der erschüttertsten Filmsequenzen, die mir je vor Augen gekommen sind. Was redet der da vorne nur, fragt die eine von den beiden Frauen. Es ist doch alles teurer geworden. Warum spricht er nicht davon? Auf die andere, ja. Warum spricht er nicht von der Inflation, die steigt und steigt? Warum nicht davon, nicht von unserer Not? So geht es eine Weile weiter, ehe beide verstummen. Dann sagt die eine einen Satz, meine Damen und Herren, der mich umwirft. Sie sagt, ich versuche seit 3 Wochen für meine Enkelin Erdbeeren zu bekommen. Seit 3 Wochen. Und das vergebt. Sie schüttelt den Kopf und weint. Die andere greift an ihre Hand, weint auch, wischt sich die Tränen ab und flüstert dann Erdbeeren, Erdbeeren. Meine Damen und Herren, das war ein Augenblick, eine Sekunde, in der alle Agitations- und Propagandanebel zerteilt waren. Da hatte Volkes Stimme gesprochen. Am Rande einer regierungsseits einbefohlenen Großkundgebung war plötzlich mit der Geschwindigkeit eines Blitzeinschlages der Vorhang von der Wirklichkeit weggerissen, die in schreiendem Gegensatz zu jener offiziellen Propaganda stand, die da auf die kleine Szene am Rande einbrüllte. Es war, als wenn dem Mullah-Staat mit einem Ruck die Maske vom Gesicht gerissen worden war. Inzwischen kam, was wir alle, fürchte ich, auch befürchtet haben, nämlich die unheimlichen Gottesmänner von Teheran, ihre Knechte und ihre willfährigen Helfer, haben den Aufstand, denn das war und ist es, mit brutaler Gewalt niederkartätscht. Aber das kann auf die Dauer über die wahren Kräfteverhältnisse und ihr historisches Potenzial zu Ungunsten der bestehenden Herrschaft nicht hinwegtäuschen. Die Geschichte kennt überzeugende Beispiele dafür, dass das, was jetzt groß und stark ist, bereits den Keim des Zusammenbruchs in sich trägt, während das, was schwach und aussichtslos scheint, in seinem Schoß die Zukunft trägt. Meine Damen und Herren, die Mühlen der Geschichte malen bekanntlich langsam, aber sie werden auch das Mullah-Regime des Ayatollah Khomeini und seiner Nachfolger zermahlen. Wann das sein wird, das hängt nicht zuletzt davon ab, wie einig oder uneinig die Welt sein wird, ein System zu stürzen, das eine einzige Beleidigung für die Werte der Menschheit ist. Richtig, es gibt noch andere, nicht weniger scheußliche Systeme, aber keines bedroht die Welt mit seinen nuklearen Begehrlichkeiten mehr als dieses selbst Nordkoreas Verrückte von Pyongyang nicht. Deshalb, meine Damen und Herren, Widerstand jetzt! Wo aber